mir ein richtig fettes Survival-Paket geschickt hat. Ungefähr das hier, was der Adi gerade versucht kaputt zu machen. Adi, das sind Beefy Roll, das ist nichts für dich. So, willkommen zu einer neuen Folge Ramses Kitchen auf meinem Kanal Ramses der Dicke. Wir haben heute wieder was ganz Besonderes für euch vorbereitet. Wer die letzte Folge Unboxing gesehen hat, der hat bestimmt gesehen, dass der Jens Power Raider 100 oder auch 100 Finisher, Raid Boss, wie auch immer, der hat so viele Namen, mir ein dickes, fettes Survival-Paket geschickt hat. Mit dieser Grußkarte drin, ohne viel Worte, ohne viel drumrum. Das war das Paket, da sind noch ganz viele Sachen drin. Das möchte ich jetzt aber erstmal zur Seite stellen, dass der Adi nicht da rangeht und alles da rausfischt. Das packt man nämlich jetzt mal hier runter, Fuß drauf, fertig. Zettel haben wir am Start und das Besondere an dem Paket war, ich habe einen Döner bekommen per Post. Den hat er hier in diese Nudelpackung rein. Da war wirklich ein Döner drin. Jetzt schmeißen wir das auch mal hier hin. Er hat mir eine Serviette mitgeschickt. Er hat mir einen Teller mitgeschickt, er hat mir ein Bier mitgeschickt und er hat mir sogar scharfe Soße mitgeschickt und das möchte ich jetzt alles kombinieren, ja. Das heißt, wir nehmen uns erstmal den Döner aus diesem Stoppitz Gefrierbeutel. Ja, das ist nicht Stoppitz, das ist was anderes, aber egal. Wenn ich es jetzt noch hinkriege, den aufzumachen, können wir den Döner auch rausnehmen. Der sieht auf jeden Fall fett und groß aus. Unsere sind ja wie gesagt immer eckig. Der sieht wieder rund aus, so schönes rundes Brot. Würdet ihr den jetzt erhitzen und nochmal aufwärmen? Oder würdet ihr den so essen, wie der ist? Ja? Jetzt haben wir hier also das Papier. Adi? Ich glaube, der Adi dreht durch, aber wenn er Papier sieht, guck. Er schnauft dann immer so rum und dann tut man das immer so zusammen und dann wirft man das und dann schlägt er die ganze Zeit und dann wirft man das weg und dann hüpft er hinterher. Muss man nur aufpassen, dass er es halt nicht frisst. Er wird jetzt ein bisschen damit in der Gegend rumhampeln, aber wir ziehen jetzt mal hier den Döner ab. Ja, riecht auf jeden Fall noch nach Döner. Stellenweise sieht nur ein bisschen komisch aus. Guckt euch das doch mal an. Sieht aus wie ein Pfannkuchen einfach. Unten, oben, hin und her, hier zugeklappt. Jetzt sieht es aus wie eine Muschel. Machen wir mal auf, gucken da mal rein. Da ist ganz viel Kraut drauf. Da ist Fleisch hier oben drüber, unten drüber, also links und rechts. Ja, das ist natürlich mit Boss, das ist jetzt alles sehr aufgeweicht. Ich möchte erstmal, damit ich mich hier nicht voll sau, mir erstmal schön im Bud Spencer-Style mir mein Deckchen hier umhängen. Ich möchte mal das Astra Kiezmische Bier aufmachen, damit wir das auch gleich mal probieren. Dafür haben wir unser auf die dicken Bierglas. Füllen das mal hier rein. Ja, die ist schon wieder am Brummen. So, schönes Dinner for me, vom Jens. Da ist auch egal, ob da ein bisschen Schaum kommt, ne? Das ist ja eh eine kleine Dose, 0,33, das heißt, das passt sowieso alles da rein. Sogar 25 Cent Pfann, da fühle ich mich wie Adlerson. Guckt euch nochmal die Meerjungfrau an. Wir nehmen mal einen kleinen Hieb jetzt von dem Bierchen. Sehr zitronig. Ich bevorzuge natürlich immer Naturradler. Also nicht Natururin, aber Naturradler. Auch kein Natursekt. Ich bevorzuge Naturradler, weil es immer so ein bisschen... Das ist halt einfach anders, das kannst du nicht beschreiben. Ich werde gleich mal so in den Döner beißen. Ich möchte aber auch zeigen, dass ich gerne diese Chili-Soße esse. Weil das eh eine kleine Flasche ist, können wir die bedenkenlos einfach schon mal öffnen. Und dann sicherlich die Tage verbrauchen. Das ist die Flying Goose. Sehr scharfe Chili-Soße. Jetzt haben wir das am Start, das am Start. Ich muss mich auch ein bisschen beeilen, weil der Akku gleich leer ist. Wir probieren also den ersten Biss vom Döner einfach so, ohne Soße. Mmh.
Schmeckt, glaube ich, sogar ein bisschen scharf. Also der Jens weiß ja selber, wie er den gemacht hat. Also hat machen lassen, aber gesagt hat, extra scharf, ob da Gewürze drauf sind. Es sieht jetzt halt alles irgendwie... Es ist ein riesengroßer, matschiger Haufen. Deswegen möchte ich da jetzt nicht so viel dran rumfummeln. Mich würde natürlich noch interessieren, was für Soßen haben die? Denn nicht bei jedem Dönermann gibt es die gleichen Soßen. Viele sagen, bei denen gibt es immer Chili-Soße und Tzatziki und Joghurt. Bei uns gibt es zum Beispiel nirgendwo Chili-Soße. Bei uns gibt es immer nur Joghurt, Tzatziki und Spezialsoße. Spezialsoße ist überall anders und manche Orte haben gar keine oder kennen das als Wort gar nicht. Weil Spezialsoße ist eben dieses Undefinierbare, wo jeder einfach sagt, ich mache ein Geheimnis draus und packe euch irgendwas auf den Döner. Jetzt haben wir mal ein bisschen hier von der Chili-Soße drauf auf jeden Fall. Probieren da nochmal den Unterschied. Hat gleich wieder einen ganz anderen Geschmack. Ich weiß gar nicht, ob die Chili-Soße überhaupt so sehr dazu passt. Vor allem jetzt im kalten Zustand. Ich glaube sogar an sich, der Döner hat besser geschmeckt ohne diese Soße. Aber diese Soße auf gebratenen Nudeln beim Chinamann ist auf jeden Fall richtig genial. Oder manchmal, wenn ich mir so Sandwiches mache, mache ich mir da einen Beutel mit drauf. Ich nehme jetzt trotzdem nochmal einen Hieb davon. Das ist auch das allererste, was ich heute esse. Ich habe noch kein Frühstück gemacht, noch keinen Mittag gemacht. Das ist jetzt gleich um 16 Uhr oder was. Ich habe schon vier Videos rausgehauen. Ein fünftes kommt gleich noch und dann als sechstes noch der Stream. Wie gesagt, heute wieder voll zu tun. Habt ihr schon mal einen kalten Döner gegessen? Und wenn ja, warum? Geht ihr etwa abends los und habt so viel Hunger, dass ihr gleich zwei Döner nehmt, esst dann nur einen und hebt euch einen für den nächsten Tag auf? Oder kennt ihr auch irgendwelche ominösen Leute, die Döner per Post schicken, sodass ihr den dann kalt antrefft und kalt essen müsst? Aber wie gesagt, man hätte ja die Möglichkeit, den nochmal warm zu machen, aber ich esse den jetzt einfach so, wie er ist. Da ist noch eine Brennnessel. Auch danke für die coole Serviette. Ich glaube, wenn ich die nicht dreckig mache, werde ich die dann immer hier auf meinem Kühlschrank liegen lassen, also auf dem Gefrierschrank, weil der ist ja eh so blank. Und damit das ein bisschen dekorativer aussieht, kann man die ja hier ausbreiten. Hat bestimmt die perfekte Größe. Wir werden auch gleich nochmal einen Schluck von unserem leckeren Astra Kiezmische nehmen. Was so unglaublich fruchtig riecht einfach nur. Sehr gute Kombination. Ich bedanke mich auf jeden Fall beim Jens für das super Paket, für die coole Idee mit dem Döner auch. Ich habe noch nie einen Döner per Post bekommen. Ich werde ihn jetzt gleich noch ganz aufessen. Ich freue mich schon auf die Raid Mania heute Abend und auf Wrestling heute Abend oder heute Nacht. Ich würde sagen, das war's von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out. Vorhaut. Euer Ramses.